Hallihallo, Katzenklo, ein Pedo. Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen lag. Ich bin ja jetzt hier direkt gejoint. Ja, ich wollte schon vor längerer Zeit mal meine Boots zeigen. Ich habe ja alle Boots gekauft, die ich jetzt mal Premium neu kaufen musste. Ja, und zu mir. Entschuldigung, ich wollte sie euch zeigen. Ich bin ein bisschen müde, ich bin jetzt vor nicht allzu langer Zeit aufgestanden. Man muss jetzt schnell, bevor ich in die Schule gehe, noch ein Video rein. Also, zum Boots aufrufen macht man entweder slash Boots, da kommt man so ein Menü, oder man macht slash Schuhe, geht glaube ich auch. Ja, ich habe jetzt gerade die Schuhe an, aber das zeige ich euch dann nachher noch. Wir fangen mal an mit den Rainy Boots. Also alle Boots, wenn man läuft, machen irgendetwas. Und wenn man Shift drückt, dann kommt noch so ein spezieller Effekt. Also mit Shift tut man die quasi aktivieren. Jetzt in dem Fall tut es ein bisschen regnen. Ist nicht allzu speziell und da so Wasseranimation, Dings da, bla bla. Wird gemacht. Dann können wir auf Schuhe oder Boots, ist egal. Gibt es dann eine Fire Boots. Mit denen macht man halt so eine Feuerspur hinter sich. Also in den Schuhen macht halt auch noch so eine Spur. Und dann kann man mal das drücken und dann sehen wir im F5-Modus, wir brennt halt. Aua. Ja, jetzt gehen wir mal mit slash Boots trainieren. Dann gibt es da Smoke Boots. Das macht dann so einen Rauch da. Wenn man Shift drückt, dann raucht es halt ziemlich fest. Ist alles. Jetzt wollte ich immer slash Hub machen. Ich habe nämlich vorhin schon etwas aufgenommen. Und halt einfach gefällt. Dann die nächsten Boots sind halt Love Boots. Wenn man läuft, hinterlässt die so Herzchen und dann kann man so das drücken und dann ist über einem, wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Schaf zähmt oder zum Paar bringt, dann halt so ein Herzchen über einem. Dann Schuhe. Dann gibt es auch die Music Boots. Da kann ich umeinander laufen, dann zieht sie so eine Spur hinter sich, es laggt manchmal. Sorry. Ja, und wenn ich jetzt Shift drücke, ja, dann hört man da so einen Sound von einem Notenblock. Ich muss jetzt daran denken, da die Musik rauszunehmen. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt da slash U. Was habe ich jetzt? Aha. So, Ice Boots. Wenn man läuft, gibt es so X da. Und wenn ich Shift drücke, ja. Dazu kann man nicht viel sagen. Dann Angry Boots. Wenn man umeinander läuft, macht man die Teile, die Villager machen, wenn man sie schlägt. Und dann kann ich. Ja, dann hört man einfach so einen Villager, die umeinander fluchen. Dann Lava Boots. Wenn man umeinander läuft, gibt es auch so Feuerteile, die so umeinander spicken. Und wenn wir drücken, passiert eigentlich das gleiche wie mit den Water Boots da. Dann gibt es halt so eine Lava-Animation. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder hart gemacht. Lava Boots. Dann kommen Ghost Boots, die sind cool. Wenn man läuft, zieht man so Staub hinter sich. Dann kann man mal Shift drücken. Und weg. Außer dass man den Namen und die Schuhe sieht und die dämlichen Partikel, die man da macht, ist man unsichtbar. Yay. Ja. Dann, was gibt's alles noch? Schuhe. Yellow Boots, die sind recht witzig. Wenn man umeinander läuft, gibt es so einen LSD-Effekt. Und dann kann man mal da Shift drücken und dann wechselt die Schuhe einfach die ganze Zeit ihre Farbe. Ja. Wieso, dass die Yellow Boots. Jetzt schon wieder. Wieso das die Yellow Boots heißen? Kein blassen Schimmer. Dann kommen wir zu den Cloud Boots. Ab jetzt haben die Schuhe auch sogar in Funktion. Wenn man umeinander läuft, dann macht man halt so Wölkli, so Dampf, keine Ahnung, Nebel. Und jetzt kann man mal Shift drücken und dann kommt man halt bis in die Wolken. Und zieht dann so einen Streifen hinter sich. Da. Hui! Dann kommen wir zu den nächsten Boots. Ich muss nämlich ziemlich schnell machen. Das sind Explosive Boots.
das gibt halt ihm so etwas. Und dann halt, ja. Ihr habt in der Toolbar gesehen, wenn man das aufladet und voll ist, dann explodiert man halt einmal und kommt halt auch. Ja. Speed Boots, die erklären sich eigentlich von alleine. Die machen so etwas da. Alles wieder so x-li. Und wenn man jetzt ein Shift drückt, hui, dann ist man schon recht schnell. Wow, jetzt lägt es einfach dermaßen, weil am Spawn lägt es eigentlich immer. So. Jetzt sind wir bei den Speed Boots gewesen, jetzt bei den Ender Boots. Ich habe gemeint, die sind geil, aber... Wow. Ja, funktioniert halt gar nicht. Ja, ich check das nicht ganz. Wenn wir laufen, gibt es halt das Ender-Portal-Partikel-Zeugs. Ja, die sind jetzt nicht einmal so geil, ich dachte, die sind geil. Super Jump Boots, die machen da wieder so LSD-Zeugs da. Und jetzt kann man da mal Shift drücken, kumpen und man kommt doch recht weit. Und zwar in die Richtung, wo man schaut. Also, ich könnte jetzt auch so machen und dann hüpfe ich halt so oder so. Ja. So, dann wären wir schon fast durch. Jetzt kommen noch die goldigen Boots, das sind die besten. Das ist jetzt zum Beispiel Jetpack Boots. Jetzt kann ich laufen, das gibt so eine Rauchanimation und ich kann Shift drücken und ich fliege. Yay! Ja, richtig nice auf jeden Fall. Ja. Dem kann ich jetzt ein bisschen fliegen. Und jetzt, ich kann ja schon ein bisschen spoilern. Die anderen zwei machen eigentlich das Gleiche. Nur jetzt ein Schinkenboot. Wenn man läuft, gibt es halt so eine Flamme. Und wenn ich Shift drücke, dann droppe ich quasi Schinken und... Ja. Ja. Und dann das letzte noch. Die Lame Boots. Mit denen kann man auch fliegen. Die machen wieder so Ender-Partikel-Zeugs. So. Und wenn ich fliege, droppt man halt so Lehmblöcke in allen Farben. Und kann auf denen fliegen. Ja. Das war schon alles gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Oder... Ein Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Ja, draussen lärmt jetzt irgendetwas um an. Ja, dann würde ich sagen, das habe ich jetzt gerade gesagt. Ja, auf Wiedersehen!